So, das ist jetzt nochmal das deutsche Video für die deutsche Community, also für meine Community vor allen Dingen. Ja, das gleiche nochmal. Wie ihr gerade schon gesehen habt, die Bugs. Darum geht es in dem Video. Und zwar habe ich herausgefunden, wie diese Bugs zustande kommen. Und zwar gehen wir dazu zum ersten Mal in die Prototyping Testing Map. Erstmal im normalen Modus, so wie wir bisher die anderen Let's Plays gemacht hatten. Weil da wissen wir ja, da waren die Bugs nicht. Und? Okay, jetzt sind wir auch hier. Dann machen wir jetzt noch rum. So, das rein. Also, okay, jetzt bin ich mal raus. Yes, genau. Okay, also im normalen Modus, da ist das alles wunderbar. Wenn ich da die Waffe benutze, kann ich durchlaufen. Wenn ich hinlaufe und sie benutze, okay, gerade ein bisschen blöd. Hinlaufe benutze, kann ich sie nicht benutzen, also nicht damit laufen. Und wenn ich hinrenne, kann ich sie auch nicht herumbewegen. So, das ist der erste Fehler sozusagen. Und der zweite Fehler betrifft dieses Vehikel hier, dieses Fahrzeug, was wir ja in dem Hangar da gefunden haben mit dem Mintgebiss. Normalerweise ist es so, du bist in einem Fahrzeug und das ist jetzt ein Fahrzeug, wo es funktioniert. Hier kannst du vorwärts fahren, egal wie die Kamera gedreht ist. Und kannst unabhängig von deiner Kameraposition fahren. So wie es ideal ist. So, und bei dem Fahrzeug hier aber, da kannst du zwar auch fahren, auch in die Kamerarichtung, du kannst dich aber, wenn du stillstehst, nicht rumdrehen. Also ich drücke jetzt gerade A, aber es passiert gar nichts. Nur während du fährst, kannst du handeln. Ist erstmal ein bisschen seltsam, aber an sich nicht fehlerhaft. Das Problem ist, genau das macht der Engine scheinbar zu schaffen, wenn du im Tactical Mode drin bist. Denn, jetzt starten wir nochmal ein neues Spiel im Tactical Mode. Und gehen jetzt nochmal in die Testmap. Ich habe noch drei Schicke noch voll da. Kacke. Hoffentlich sieht es nicht allzu scheiße aus. So, jetzt nochmal das Fahrzeug. Mit dem konnten wir uns bewegen und rumfahren. Das funktioniert auch. Aber, und jetzt kommt, mit dem Fahrzeug hier, wo wir uns nicht auf den Stand bewegen, also auf den Stand drehen konnten. Okay, jetzt klappt es auch wieder. Ja, das ist wieder der passiert nur manchmal. Keine Ahnung warum. Okay, jetzt auch wieder nicht. Hoffe ich fick. Ist noch gar nicht. Ich bin doch auch noch Taktik. Ja doch, ich bin im Taktik-Modus. Aha, ja, jetzt ist der Fehler wieder. Ja. Und da ist halt stattdessen das Rumdrehen, was ja nicht funktioniert, bewegt er sich aber seitlich. Und in dem Moment, wo das passiert, ist dann auch die Steuerung im Arsch. Ja, jetzt sieht man, das Fahrzeug fährt überhaupt nicht mehr dahin, wo es sich eigentlich hinbewegen sollte. Laut die Optik, sondern fährt halt irgendwo. Lässt sich wohl von der Kamera beeinflussen und alles mögliche Scheiß. Und genauso ist auch diese Waffe jetzt, wie gesagt, defekt. Wenn ich normal hingehe und jetzt benutze, alles wunderbar, ich kann mich nicht mit der bewegen. Wenn ich hinlaufe und benutze, ist auch alles wunderbar, ich kann mich nicht bewegen. Aber wenn ich hinrenne und benutze, kann ich mich auf einmal bewegen. So. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, das nochmal als deutsche Version zu dem Video. Genau das gleiche habe ich gerade vom Englischen erzählt. Kurz in Englisch. Jo. Das nochmal so als kleine. Wie gesagt, ich habe gestern ein bisschen rumprobiert. Gestern Abend noch. So, und weiß jetzt halt, wie gesagt, mittlerweile, woran das liegt. Und zwar, es liegt halt tatsächlich am Tactical Mode. Deswegen ist es uns in unseren anderen Let's Plays auch nicht aufgefallen. Und deswegen hatte ich das halt auch privat entdeckt, weil ich privat spiele halt sehr oft im Tactical und Realism Mode.
Und eben, da ist es mir dann halt aufgefallen, scheinbar. Konnte ja bisher nicht ahnen, dass es halt daran liegt. Deswegen habe ich gestern halt ein bisschen rumprobiert, in welchen Situationen das auftritt. Und da habe ich halt auch dann durch Zufall mal ein bisschen mit den Modis rumgeprobiert. Und ja, genau da ist es mir dann halt aufgefallen. Gut, würde ich mal sagen, schau mit V.